Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Cities Skylines Turnable. Müsste Folge 20 sein jetzt und ja, wie gesagt, ich versuche weiter diesen Spielstand zu spielen und aufzunehmen, so viel ich kann. Ja, bis das alles nicht mehr funktioniert und wir eine neue Stadt anfangen müssen. Schauen wir mal. Also wir haben mehr oder weniger Fahretoft hier mit Lütjenholm und dem Riesenbahnhof hier, dem Umgebungsbahnhof, in die Neuzeit geholt. Wir haben hier einen Hafen hingebaut, St. Pauli Landungsbrücken. Und seitdem sind die ganzen Fehlermeldungen hier verschwunden. Das ist schon mal gut. Und wir haben jetzt hier auch so ein kleines Festivalgebiet, das sehr gut in unser tourismusgeprägtes Gebiet hier passt. Hier ist gerade, hier laufen zumindest Leute rum. Und hier sind Verbesserungen. Man kann Verbesserungen hier rein tun. Okay. Ja, weiß ich nicht. So, das ist auf jeden Fall sehr schön gelegen für ein Festival. Festival direkt hier so an der Küste. Schöne Aussicht, frische Luft. Direkt neben dem Hafen. Und ja, so viel dazu. Hier mittlerweile haben wir uns so ein bisschen um das tote Leute werden nicht abgeholt Problem gekümmert, indem wir hier ein Krematorium hingebaut haben. Hier liegt immer noch eine Leiche, aber es kann sich nur um Stunden handeln, bis der abgeholt wird. Oder die. So, und ja, hier der Müll ist gerade vor unseren Augen abgeholt worden. Hier können wir, glaube ich, in diesem Park, der irgendwie alle zwei Wochen einen neuen Namen hat, können wir vermutlich jetzt was Neues bauen. Machen wir das doch mal. Das ist so ein Park, nicht? Also Pavillon kann hier jetzt hin. Zack. Und der grüne Pavillon. Zack. Und haben wir hier sonst noch irgendwas? Nicht wirklich, der Rest sind hier so Bootsstege und sowas. Das passt jetzt hier natürlich nicht hin. So. Ja, nun weiß ich gar nicht, was ich hier noch bauen soll. Wir brauchen ein neues Wohngebiet. Hier ist ein schöner See mit so gestrandeten Öltankern. Oder Frachtschiffen oder was auch immer das ist. Hier könnten wir vielleicht und hier könnten wir vielleicht ein kleines Wohngebiet machen und dann machen wir hier noch so irgendwie entweder Fischerei oder hier können wir einen prima Park machen mit diesen ganzen Bootsstegen, die alle möglichen Parks immer haben. Aber wo, upsala, Klettergerüst für den Park des dritten Versuchs. Hier können wir ein Klettergerüst reinbauen. So, bauen wir das doch mal hier rein dann. Klettergerüst. Klettergerüst. Wieder hier reicht vielleicht eine kleine Kirche oder sowas. Warum kann ich das nicht neben der ach so, das ist ein Zaun im Weg. Okay, das erklärt's. Dann machen wir einfach diese Straße hier ein bisschen länger und dann können wir hier die Kirche hinbauen. Das ist eine kleine Kirche mit Friedhof und das hier. Können wir hier. Oh, die ist zu groß. Können wir hier hinbauen vielleicht? So, das sollte reichen. Burgholz hat Stufe 3 erreicht. Gebietsboni-Effizienz 13%, Verschmutzung minus 20%. Folgende Gebäude wurden freigeschaltet. Druckerei, mittlere Baumplantage, großer Holzplatz. So, das heißt, hier könnten wir jetzt ein bisschen was verändern. In Burgholz kommt ja gerade wie gerufen, wo wir hier nicht mehr allzu viel zu tun haben. Okay.
Schauen wir mal. Also hier haben wir diese Industriestraßen, haben wir als Straßen benutzt. Die. Es ist nicht genau die, glaube ich. Die war das. So, mal gucken, was sie hier haben. So, mittlere Baumplantage. Da können wir hier ein paar von reinbauen. Hier passt nichts, aber dafür können wir hier einen großen Holzplatz. Ja, die passen genau hier rein. Das ist ja, als hätte ich es geplant. So. Dann können wir die nämlich langsam hier. Hier sind noch Holzplätze. Das heißt, wir brauchen hier eine Kreuzung. Kreuzung hier hin. So. Und eine Druckerei können wir hier unten noch irgendwie hinbauen. Ne, passt hier nicht rein. Brauchen wir kleinere Straße. Nehmen wir so eine. So, dann gucken wir mal nach der Druckerei. Wo ist die Druckerei? Druckerei ist dann wahrscheinlich bei den Fabriken. So, hier nämlich. Zack. Papier und Plastik. Okay, also wir brauchen Plastik hier. Das heißt, wir müssten hier einen Güterbahnhof hinbauen. Der hoffentlich auch angefahren wird. Okay. So, dann können wir die drei mal leer machen und dann bauen wir hier auch ein großes hin. Leeren. 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 Sehr gut. Und hier brauchen wir auch mal Buchen und Nadelholz. So, nur damit wir ein bisschen ausgewogenes Holz haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, aber wir tun einfach mal so, als ob das einen Unterschied macht, weil würden wir dann im richtigen Leben ja auch machen. Süh. Gucken wir mal, wie insgesamt so unsere Stadt aussieht. Wie ist zum Beispiel der Verkehr? Ja, wir haben Staus an den Strecken, wo das zu erwarten ist. Hier an der Hauptstraße, wo die große Kreuzung ist, hier muss vielleicht ein Kreisverkehr hin. Und hier auch. Vielleicht müssen wir hier einen großen Kreisverkehr hin machen. Ist die Frage, was wir hier mit den ganzen großen Gebäuden machen. Das wird ein bisschen schwierig. Hier können wir, glaube ich, nicht viel machen. Das ist halt, wie es ist, wenn der Verkehr von der Autobahn abgeht.
Ich weiß nicht, ob wir hier was machen können. Ich glaube, das sieht alles schon so aus, wie man das erwarten kann. Hier sind zwei Industriegebiete, die Verkehr verursachen, und hier kommt der ganze Ost-West-Verkehr durch. Von den ganzen Leuten, die sich für schlau halten und nicht hier oben durch den Stau wollen. Das sieht nicht schön aus hier. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Vielleicht, wenn wir hier eine Umgehung machen für die Leute, die hier hin wollen. Vielleicht hilft das. So. Okay. Oh, das sind die, die weg wollen von hier. Okay. Das heißt, wir könnten hier. Machen wir mal einen Tunnel zur Abwechslung. Wir könnten hier auch noch. Wo wollen die denn dann hin? Schließen wir einfach das hier an. Fertig. So, und hoffen wir, dass das den Verkehr ein bisschen. Das sind hier diese Kreuzungen, das ist furchtbar hier. Furchtbar! Hier kommen sie an, da kommen sie an, überall kommen sie an. Aber wie soll ich hier einen Kreisverkehr reinbauen? Du musst dich jede Menge Gebäude abreißen, ich muss die ganzen Plätze und Parks wegmachen. Und dann am besten hier direkt einen Kreisverkehr, einen großen Kreisverkehr. Da könnten wir die Parks vielleicht mitten rein machen in den Kreisverkehr. Da müssen wir aber erstmal einen Platz haben, wo wir die ganzen anderen Gebäude erstmal so lange hintun können irgendwie. Müssen wir mal sehen. Weil das ist hier das ganze, die ganze Müllwirtschaft ist hier unten. Und das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum das alles so überlastet ist hier. Also wir können das Lagerhaus können wir mal hier hinbauen und hoffen, dass es da weniger Verkehr verursacht. Dann haben wir hier ein Mülldingensie. Den bauen wir erstmal hier hin, übergangsweise. Dann bauen wir hier vielleicht. Wo können wir das hinbauen? Hier unten. Hier unten, zack. Das hier auch. Und das bauen wir hier hin, fertig. Gut. So. Dann haben wir hier noch ein kleines Bürogebäude, aber das können wir abreißen. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht einen schicken Kreisverkehr hinbekommen. Damit mache ich wahrscheinlich die ganzen Buslinien kaputt, aber das ist dann halt so. Und hier, guck mal, hier haben wir einen U-Bahnhof, aber der kann da bleiben. So, die Straße ist sowieso kacke. Ja. Oh, nein, das ist eine Bücherei, die müssen wir versetzen. Die können wir nicht abreißen. Die ist zu teuer. Das mal hier hin. So. Gut, also hier machen wir einen Kreisverkehr hin. Seht damit die ganze
Ja, ist halt so. So. Oh, da sind Schulen. Okay. Ah, yeah. So. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Warum? So, was machen wir hiermit? Kleines Bürogebäude. Ich weiß nicht, warum das kein generisches Gebäude ist, sondern ein einmaliges. Aber dann packen wir es dann halt erstmal hier hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier einen weiträumigen großen Kreisverkehr bekommen. So, es geht hier los. Zack, und geht hier rüber. So. Dann brauchen wir eine Einbahnstraße. Fangen wir mal mit der kleinen an. Die können wir dann ja upgraden. Und es geht rechts rum. Okay. Kriegen wir hin. Naja, so richtig eben ist das nicht, aber das ist halt so, wie es ist in der Realität. Gut, dann machen wir den so breit, wie wir können und mit Bäumen dran. So, und dann können wir alle Straßen, die wir haben, dran verbinden. Das ist dekoratives Gras, das ist Fahrradweg, den wollen wir. So. Ist das hier Bushaltestellen oder was ist das? Das sind Bushaltestellen, ja. Die werden sich hoffentlich von alleine anschließen. So, was ist das hier? So. Und dann brauchen wir die kleinen Straßen auch noch. Da müssen wir auch noch irgendwie Fahrradwege machen, die das alles verbinden. Ich hoffe, das funktioniert so und war nicht nur eine große Zeitverschwendung. Es sind sehr viele Einfahrten für diesen Kreisverkehr. Ah ja, und dann haben wir natürlich das hier noch. Ne? Da machen wir mal einen Tunnel und das kommt direkt hier hoch. Zack. Gut. Das sollte schon mal funktionieren, hoffe ich. Und dann bauen wir hier noch Fahrradwege. So. Hoffentlich reichen.
das Ganze zu verbinden. Die können dann, müssen dann halt über die Straße mit ihren Fahrrädern. Okay. So, Hans-Mommsen-Straße. Machen wir natürlich den Hans. Ah! Hör doch mal auf. Hans-Mommsen-Ring draus. Und hoffen, dass das unseren Verkehr entlastet. Also. Also, ich finde, das geht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das Einzige, was noch ist, sind die Bushaltestellen. Das muss ich wahrscheinlich alles neu machen. So, und dann können wir hier natürlich noch wieder genau und hier die Wohngebiete zurücktun. Das mit dem Fahrradweg scheint nicht so gut zu funktionieren. Die werden nicht frequentiert, wahrscheinlich weil die im Kreisverkehr nicht über die Straße kommen. Hätte ich mir auch denken können. Haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir öffnen das für Leute, die über die Straße gehen, was wieder den Kreisverkehr behindert. Oder wir vertrauen darauf, dass sie dann am Rand irgendwie drumherum gehen. So. Brauchen wir hier noch Wasser. Und dann müssen wir vielleicht die ganzen Müllsachen. Wir gucken erstmal, wie das funktioniert. Vielleicht, dass wir die Müllsachen so ein bisschen verteilt haben. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Ansonsten machen wir hier noch irgendwo eine Straße ab und setzen die dann dahin. Okay, hier ist wieder Stau. Alter Elbtunnel, naja. Das ist kein Elbtunnel. Tunnel Sengelmannstraße. So, mal gucken, wie das aussieht. Jetzt ist der Verkehr hier. Ja, und hier so ein bisschen und hier auch so ein bisschen. Besser als vorher, aber wir sollten den Verkehrsfluss auf 70 kriegen und stattdessen sinkt er hier wieder. Das ist nicht gut. Jo. So, fehlt sonst noch irgendwas hier? Da ist auch Müll. Oh wow, hier ist auch Stau.
Ja, können wir hier noch ein bisschen Bäume hinbauen. So, hier auch. Zack. Und vielleicht sogar ein paar Steinchen hier in die Mitte, so ein paar Findlinge. So. Sieht gut aus. Und es scheint, die Bushaltestellen haben sich von alleine ihren Ort gesucht an der Straße wieder. Das ist schön. Und meine Güte, haben wir viele Leute, die auf den Bus warten hier. Guckt euch das an. Manometer. Lutz Singer. Mila Steffens. Marcel Kugler. Und Walter Stratmann ist ein Oberschüler in der Oberschule Lichtenberg. Okay. Interessant. So. Was sind das hier eigentlich jetzt? Fischstäbchenfabrik, Aero Designs. Was ist das hier? Ein überqualifizierter Arbeiter. Okay. Sowas gibt's auch. Jo. Und auch hier, also ist gut Verkehr auf den Eisenbahnlinien, aber keine Staus mehr. Ich nehme das zur Kenntnis. So, ziemlich gut. Und die Druckerei funktioniert. Die Druckerei hat Plastik bekommen. Sehr gut. Das läuft, wie es geplant war. Sehr schön. Ist das nicht schön? Das ist doch schön. Und die Tupperware-Fabrik läuft auch mit Erdöl und Plastik. Zu Plastikprodukte. Okay. So, wie viele Gäste kommen hier letzte Woche? 277. Das heißt, der Bahnhof ist ein Erfolg, würde ich sagen. Was ist hier mit den 543 Leute kamen mit der U-Bahn zum Hafen hier. Wow. Und im Hafen selber 272 Leute kommen an und reisen ab hier. 65 Besucher, das ist gut. Hier steht nichts von Besuchern, oder? Gibt es hier andere Reiter? Nee. Okay. Ja, nur ist die Frage, was sie jetzt hier noch hinbauen können. Ich meine, das ist eigentlich alles schon ziemlich. Es ist, ich sag mal, das ist alles schon urbaner als das richtige Nordfriesland. Oh, hier sind Leute krank an der Kreuzung. Zu viel Verkehr hier. Kranke Bürger. Kranke Bürger. Lass uns mal sehen. Hier war doch irgendwo so ein Kopf für. Da. Ja, die Müllsachen, die sind schuld daran. Packen wir die mal hier rüber. Ans andere Wohngebiet. So war das eigentlich auch nicht geplant. Aber das hier ist dichter besiedelt. Das ist dann besser. Wo wir könnten, hier könnten wir die Müllsachen hin tun. Hier unten könnten wir hier noch einen Weg hinbauen. Eine Straße, die hier drunter durchgeht, sodass das nicht direkt mit dem Weg zusammenkommt, der hier für die Fahrradfahrer gemacht ist. So. Und da hätten wir dann auch niemanden, der dadurch krank wird, hoffentlich. So.
Ich habe keine Ahnung, wie ich was mache. So, aber wir machen das ganz einfach. Okay, damit haben wir hoffentlich. Hoffentlich holen die jetzt noch den Müll hier überall ab. Das wäre ganz gut. Aber wir haben jetzt ein bisschen den Verkehr entlastet. Also das sieht alles sogar diese Ecke, wo angeblich der schlimme Verkehr ist. Aber das ist eine echt fiese Ecke. Die in Realität, die wäre prädestiniert dafür, dass hier Unfälle passieren. Also vielleicht sollten wir die Straße hier einfach gerade durchbauen und dann hier vielleicht die Wohngebiete ein bisschen umsetzen, so dass das gerade ist. Aber sehen wir dann. Auf jeden Fall ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Das heißt, wir haben eine weitere erfolgreiche Folge geschafft. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal. Like das Video, bla bla. Jo, und tschüss.